Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 1. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber mittlerweile sind sie hochgeladen, die Replays des Legends Never Die Turniers. Und das heißt, ich kann euch wieder ein paar Company of Heroes 1 Spiele zeigen, die des Zeigens auch würdig sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, während ich ein bisschen was erzähle. Also, dieses Spiel hier ist aus der Gruppenphase. Ja, es gab eine Gruppenphase. Wir haben hier All-Stars Macaroni. Er spielt für die Wehrmacht, startet im, naja, sagen wir mal, Südwesten von Samoa und tritt an gegen DefM, der hier die etwas östlichere Startposition mit den Amerikanern einnimmt. Diese Gruppenphase kann ich euch leider nicht mehr ganz genau wiedergeben, weil diese Turnierbaumgeschichte auf, oh Gott, wie heißt die Seite? Shalom, glaube ich, so funktioniert, dass hier eine Gruppenphase einem normalen, regulären K.O.-System vorangestellt wurde, da auch dann mit Turnierbaum. Und anscheinend sind die Gruppen nicht mehr einsehbar, sobald diese Gruppenphase beendet ist. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wie das hier einzuordnen ist, wann dieses Match hier tatsächlich im Rahmen dieses Turniers ausgetragen worden ist. Ich kann euch nur sagen, es stammt aus der Gruppenphase und es spielen die besagten Spieler gegeneinander. Später wird es dann ein bisschen einfacher. Der Turnierbaum ist einsehbar. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt und auch nochmal die wesentlichen Eckdaten, wie das Turnier aufgebaut ist, also wie viele Matches gespielt worden sind und so weiter. In jedem Fall ist es auch so, dass einen ganzen Haufen Replays fehlen. Die sind nicht hochgeladen worden. Es müssten deutlich mehr sein. Also ich habe es mal hochgerechnet, habe es jetzt gerade nicht mehr parat. Das könnt ihr auch selber machen, wenn ihr euch die Eckdaten nochmal anschaut. Also es müssten auf jeden Fall deutlich mehr Replays auch in der Gruppenphase sein, als tatsächlich vorhanden sind. Ist natürlich ein bisschen schade, weil dadurch viel auf der Strecke bleibt, aber ist nicht zu ändern. Ich werde halt versuchen, das, was da ist, möglichst gut aufzubereiten. So, nun aber auch mal ein Wort zum Spiel. Die Karte hatten wir ja schon geklärt. Wir haben hier den Volkskanadier, auf der anderen Seite den Sheep, allerdings als zweite Einheit. Die erste ist der Schützengruppen-Trupp-Dingens. Hier werden wir jetzt die ersten Schüsse des Spiels sehen, die gewechselt werden. Das bewegt Macaroni auch direkt dazu, ins Haus zu gehen. Was auf jeden Fall den Typ mal wenig Chancen lässt, sich hier irgendwie nutzbringend einzusetzen. Hier hat er einen kleinen Fehler gemacht, hat er auch gerade erkannt. Er wollte den Draht legen, war aber mit den Pionieren auf der falschen Seite. Konnte entsprechend das letzte Stück jetzt noch nicht bauen. Muss jetzt erstmal ein bisschen ausweichen, weil er sicherlich nicht unter Feuer bauen will. Und ich denke, er wird den Draht dann ziehen, sobald der Jeep dort Land gesucht hat. Nämlich jetzt. Jetzt läuft er allerdings wieder durch. Könnte natürlich auch Absicht sein, dass er hier hinten weiterkämpfen will. Man weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Zwei Volkskanadiere mittlerweile, für den Pionier keine Chance, der muss da raus aus dem Kampf. Hier jetzt der Schütze, der wird zum Cut-Off gehen, wo allerdings das MG theoretisch gesehen bereitsteht. Die Frage ist, sieht er das jetzt rechtzeitig? Ja, er baut es auf jeden Fall mal auf. Eventuell hat er sich das auch schon gedacht, dass der Kollege da auf dem Weg ist. Das heißt, es mit dem Cutten, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Der Jeep kann da auch nicht flankieren, würde direkt in den Basisbooker hier reinfahren. Keine Chance an der Stelle also. Und die Volkskanadiere sind natürlich auch wieder frei, die können sich hier nach unten bewegen. Ein bisschen wundert mich, dass er den Trupp hier unten nicht bewegt, scheint er etwas vergessen zu haben. Wir müssen auf jeden Fall auch berücksichtigen, dass mutmaßlich viele der Spieler, die in diesem Turnier teilnehmen, selbst lange nicht mehr gespielt haben. Wird gerade eine Mine gelegt. Es sind tatsächlich einige Legenden im Spiel dabei, es sind aber auch viele Leute, von denen ich vielleicht den Namen kenne, die aber meines Erachtens nach sicherlich keine Legenden in Company of Heroes sind, mit deutlichem Abstand auch nicht. Das heißt also, da ist großzügig aufgefüllt worden, sage ich mal. Es haben wahrscheinlich auch nicht alle Leute, die eingeladen worden sind, zugesagt. Der Freestyler zum Beispiel ist eingeladen worden, hat aber nicht zugesagt, hier mitzuspielen. Auch das ist nicht mehr... Ah, hier, da haben wir die Mine direkt in Effekt. Sehr schöne Explosion, formschön. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Scharfschütze als nächste Einheit. Passt auch insofern gesehen ganz gut, dass der Cheap natürlich weg ist. Der Flammenwerfer bewegt sich hier in Reichweite. Macaroni sieht das und bewegt sich weg. Sehr schön, richtige Entscheidung. Der Flammenwerfer müsste jetzt über die negative Deckung hier rüber, würde dann einiges an Schaden auf jeden Fall können kassieren. Hier oben ein Duell der Pioniere. Durchaus interessant, in dieser Phase des Spiels den ersten Verlust, den er leidet, der FM, aber trotzdem ist es total offen, wer diesen Kampf gewinnt. Na, wahrscheinlich wird es der Pio von der FM sein, ja, der dann doch wieder sehr viel Schaden bekommt. Das ist immer so ein bisschen schwer vorherzusagen, letztlich. Hier drüben hat Macaroni jetzt ein bisschen die Überhand, das sind einfach keine Einheiten von FM. Es erlaubt es ihm hier wieder ein bisschen was zu cappen, zumindest mal den Treffstoffpunkt zu neutralisieren. Interessant, dass er nicht direkt den Cutoff erstmal neutralisiert hat und dadurch die Verbindung zum 16er abgeschnitten hat. Treibstoff scheint ihm da ein bisschen wichtiger zu sein im Moment. Hier die Schützen nicht mehr bei allerbester Gesundheit. Da wieder dieser gefährliche Flammenwerfer. Bewegt ihn wiederum zum Ausweichen. Interessant ist, dass er das MG überhaupt nicht mitnimmt. Ich hätte erwartet, dass er das mit nach vorne zieht. Tatsächlich campt es aber die ganze Zeit da hinten rum. Man stelle sich nur vor, hätte das MG jetzt hier auf Position, dann würde natürlich auch dieser Kampf von vornherein ganz anders aussehen. Also das wundert mich tatsächlich etwas, dass er da so passiv verfährt. Das T2 geht jetzt hier hoch. Also der ganz klassische, sichere Tech von seiner Seite. Von DevM haben wir bisher noch nicht so viel gesehen. Wir schauen mal kurz rüber. Wow, das nenne ich mal viel Ressourcen auf der hohen Kante haben. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist, ob er einen Rifle-Trupp verloren hat oder ob er tatsächlich nur drei gehabt hat. Also ich wäre mir jetzt nicht sicher, dass ich... Also ich hätte es nicht mitbekommen, dass er irgendwie einen 400-Kill bekommen hat. Da ist der Hammer, wie offensiv er hier drin bleibt. Wie lange? Da noch schießt. Also hat jetzt einige Schaden genommen, wird jetzt viel Manpower brauchen. Interessanterweise bringt er als erstes auch tatsächlich einen Heal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er einen 500-Kill bekommen hat. Ja, ist halt okay, kann man machen. Etwas merkwürdige Tech-Entscheidung. Und jetzt tatsächlich WSC hinterher. Eventuell auch eine Reaktion auf den Scharfschütze. Das kann mit dem T2, wenn das wirklich lange ausgespielt wird, auch ganz gut harmonieren. Wenn da Grenz und so weiter rauskommen, viele Grenz, dann lohnt sich es auf jeden Fall, wenn man ein eigenes T2 hat. Es ist natürlich nicht ganz ohne Risiko, also so ein T2 als erste Tech-Entscheidung, als erste echte Tech-Entscheidung, das ist ein hohes Risiko und das bedeutet wirklich, dass man entweder das Spiel gewinnt oder dass man das Spiel verliert, deshalb. Viel mehr Zwischenraum ist da nicht. Es gibt halt auch Tags, wo man sagen kann, okay, ich bringe jetzt eine Bar oder ich bringe zuerst eine M8. Das ist halt oft eine Sache, die einen einen Vorteil bringt oder die einem ein bisschen wieder zurückwirft. Aber es ist nicht zwangsläufig etwas, was schon eine Vorentscheidung bezüglich des Ergebnisses des Spiels ist. Bei WSC ist das deutlich krasser. Jetzt der erste 100-Kill mutmaßlich. Den hat Macaroni hinnehmen müssen. Und hier wird jetzt der erste Scharfschütze produziert und damit sind die Ressourcen auch weg. Also ich gehe tatsächlich eigentlich davon aus, dass er hier explizit darauf hingespielt hat. Das könnte eventuell auch. Ach ne, das ist ein Teil vom Jeep noch. Hat auch relativ viel Munition auf dem Konto. Na, anscheinend hat er hier auch mal zwischenzeitlich eine Mine gelegt, wenn ich mir den Krater so angucke. Hat das DevM aber gesehen und entsprechend reagiert. Die Frage ist dann... Sobald er den Scharfschütze sieht, wie reagiert er darauf? Er hat noch keinen Tag gesehen, dann muss er also davon ausgehen, dass er in der M8 kommt. Deshalb auch die Panzerabwehrkanone, die ganz gut in der Zeit liegt. Die Frage ist halt, was macht er, wenn er das WST zum ersten Mal sieht? Dann hat er die Möglichkeit, seinerseits Scharfschützen zu bauen, direkt aus dem T1 oder eventuell auch sich zu überlegen, auf T3 zu gehen. Und das T3 wäre wahrscheinlich sogar ein Stück weit gefährlicher. Hier wieder eine Mine. Weil dieses T3 hier natürlich jetzt keinen Widerpart in dem Moment hätte, der tatsächlich kontern würde. Da hatte DevM im Moment also tatsächlich nichts auf der Hand. Aber bis dato hat der Scharfschütze noch keinen Schuss abgegeben. Noch ist es also unklar und erst danach werden wir sehen, wie Macaroni reagiert. Ja, ansonsten eigentlich ganz schöne Map-Kontrolle für Macaroni. Ja, das könnte wahrscheinlich besser sein. Gerade wenn man sich überlegt, wie viel wenig Einheiten auf der anderen Seite hier eigentlich vorhanden sind. Es wird natürlich auch heftig, wenn er jetzt direkt den Scharfschützen verliert. Das wäre echt ein großer Erstschlag, sage ich mal. Mal schauen, ob das so aufgeht. Er weiß ja jetzt, wo er ist, dadurch, dass er geschossen hat.
Wo stellt er sich bereit? Hier. Na, das Problem ist, er läuft jetzt oben rum, da kann er nicht schießen. Bewegt seinen Scharfschützen interessanterweise aber auch nicht deine Position. Aber gut, mittlerweile dürfte die Markierung aufgehoben sein. Ja, zweiter Panzerkanadier. Ach, Entschuldigung, das ist jetzt auch der zweite schon. Das heißt also, er ist jetzt im Moment weiter auf das T2, was DevM eigentlich ganz gut in die Hände spielt. Der geht jetzt in Richtung Supply Yard, also T3. Mutmaßlich. Was auf jeden Fall ein guter Follow-up-Tag wäre, wenn der Macht relativ schnell noch hinterherkommt. Also man kann damit auf jeden Fall was machen. Ja, er entscheidet sich jetzt hier für einen Angriff, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich der beste Plan ist. Er hat halt relativ wenig Einheiten da, ist in das Maschinengewehr reingelaufen und eigentlich wartet er ja hier nur die ganze Zeit lang und versucht einen Countersniper aufzuhauen. Er schießt ja selbst gar nicht. Eventuell wäre es dann ein bisschen klüger gewesen, den Kopf unten zu halten und versuchen, die Jungs hier rauszuschießen, also es ein bisschen ruhiger anzugehen. Ja, den Kampf sollte er eigentlich gewinnen, also die Volksgrenadiere haben da wirklich quasi gar keine Gesundheit mehr. Das sollte machbar sein, wenn er jetzt vielleicht noch hier die Deckung sucht, wäre es sogar noch besser. Geht aber auch so. Ja, hier ist er jetzt aufgetarnt worden. Auch die Mine, die er hier gelegt hat, sicherlich um den Scharfschützen ein Stück weit auch zu schützen, die ist entdeckt worden. Und spätestens jetzt sollte Macaroni eigentlich wissen, wohin der Hase hier läuft. Auch hier wieder eine Mine. Interessanterweise jetzt die Bar noch. Also das ist sehr interessant. Also er hat das Supply Yard gebaut und bringt dann die Bar. Das ist eigentlich ein bisschen quer. Ich zwischenzeitlich auch noch einen weiteren Schützen. Also das ist jetzt sehr heftig in eine Richtung investiert und es würde mich da wirklich nicht wundern, wenn er jetzt T3 geht. Zumal diese Kombination T2, T3 ohnehin ziemlich cool ist. Ja, hier sollte er jetzt mal langsam... Ja, zu spät. Das war der Full Unit Kill. Dafür gewinnt er den Kampf hier oben gegen den Panzerkrennen. Ah, jetzt halt ziemlich viele Einheiten hier. Es sind wenig Chancen für den Schützen. Wir sehen jetzt hier die Infanteriedoktrin. Oh, ein paar gute Treffer auf Long Range und da ist schon wieder zurückziehen angesagt. Auch recht viele Einheiten in der Basis. Ich denke mal, man sieht dem Kollegen DevM hier schon an, dass er auch seine Zeit nicht mehr gespielt hat. Also das hat er sicherlich auch schon etwas, sagen wir mal, schöner, ruhiger, etwas fluider von der Hand gespielt. Jetzt hier die Artillerie und der sieht es tatsächlich. Okay, er sieht es nicht, wollte ich sagen, aber er hat es gesehen. Passt. Versucht jetzt hier noch einen Schuss zu setzen. Ziemlich coole Aktion natürlich. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, ob er ungefähr abgeschätzt hat, dass da der Scharfschütze ist oder ob das dann eher sich so aus der Situation heraus ergeben hat. Aber funktioniert hat es in dem Fall nicht so ganz. Er bringt jetzt noch einen Grat, geht auf Infer 2. Der Kollege Macaroni. Gut, er hat relativ viel Infanterie, also das lohnt sich schon für ihn. Gerade für die Grenzen natürlich und das Gratner auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Scharfschützen, also den Scharfschützen in dem Fall, ein bisschen besser unter Kontrolle zu bringen. Ja, sein Upkeep im Moment in der Gestalt, dass er 262 reinbekommt und das tatsächlich bei DevM genau gleich viel. Wahnsinn, interessant. Aber DevM sollte die deutlich kleinere Truppe haben. Das sieht man jetzt hier relativ eindeutig. Hat den Flammenwerfer ja sogar verloren. Und hat einfach auf jeden Fall weniger Einheiten als Macaroni. Wenn man hier einfach mal die Liste anschaut, dann ist das da deutlich mehr. Und da ist es schon erstaunlich, dass er überhaupt noch so viel von der Karte halten kann. Zumal die Präsenz irgendwie auch nicht so toll ist. Also er ist relativ oft mit vielen Einheiten in der Basis. Es wirkt ein bisschen, ja, ein bisschen eingerostet, sage ich mal. Das hat er in der Vergangenheit sicherlich etwas schöner hinbekommen. Jetzt einfach mal sagen. Ja, hier sonst keine Minen. Das wären auch so typische Spots, wo man eine Mine erwarten könnte. Ja, eventuell hat er jetzt tatsächlich mal wieder die Möglichkeit, ein paar Einheiten mehr in die Front zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall auch hilfreich.
Hier kann er sich sogar mit seinen Pures noch ganz gut gegen den Gren halten. Macht halt nicht wirklich viel Schaden, aber ja, er ist insofern gesehen in einer guten Position, dass er nicht abkratzt. Das muss man schon als Erfolg feiern im Moment. Jetzt eine ganz gute Möglichkeit, eine Flanke auf die Beine zu stellen. Hier oben einen Trupp, hier hinten einen Trupp und da kommt er. Da blitzt nochmal so ein bisschen die alte Klasse auf, sage ich mal. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend, auch für den Scharfschützen. Der hat, ich bin mir nicht sicher, hat er geschossen? Ich glaube nicht. Wir wissen es nicht. Ich habe jetzt die falsche Perspektive. Ja, und da muss er auf jeden Fall raus. Die Infanterie hat in dem Moment keine Chance. Der Scharfschütze muss seinerseits aber auch rennen. Wir haben jetzt eben die Einblendung gesehen. Er wusste ungefähr, wo er ist. Bringt eine Mörser auch noch interessanterweise. Und hier kommt jetzt das T3. Und der Scharfschütze fällt. Das ist natürlich heftig. Noch nicht mal das Grad gestorben, aber das ist ein heftiger Verlust. Das kostet richtig. Vor allem, da der Kollege eigentlich überhaupt nichts rausgerissen hat, wenn wir mal ehrlich sind. Also das tut wirklich weh jetzt. Eventuell kann er wenigstens das Grad ausschalten. Und wenn das T3 jetzt hier an den Start geht, getaggt ist es ja gerade, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen schmerzhafter werden, als es ohnehin schon ist. Hier wollte er kurz blocken, hat sich dann aber doch noch anders überlegt. Oh, die kommen beide raus. Das Grad kommt auch weg. Wie unglücklich ist das denn? Er versucht jetzt natürlich hier auf den Scharfschützen rauf zu rennen, der auch quasi keine Gesundheit mehr hatte, aber da steht wieder das Maschinengewehr. Für den Moment wird jetzt erstmal Macaroni wieder ein bisschen Webkontrolle abgeben. Wobei es noch nicht mal so sicher ist, dass er den Kampf hier gewinnt. Da ist ja auch noch ein bisschen Verstärkung, ne? Also so extrem viel muss er nicht anfedern lassen. Oh, da ist ein neuer Scharfschütze. Ja, und jetzt kriegt er hier auch noch Feuer von der Seite rein. Da hat er einfach dann wenig Chancen. Da muss ich erst noch ein bisschen zurückziehen oder auf Verstärkung warten. Aber was auf jeden Fall passieren wird, wenn das T3 an den Start geht, wenn die Pumas kommen, dann wird es andersrum gehen. Dann wird es wehtun für DFM auf jeden Fall. Lustigerweise baut DFM aber noch was im T2 und zwar einen weiteren Scharfschützen. Also er geht wohl davon aus, dass das T1 oder das T2 weiter ausgespielt werden und mit dem T3 rechnet er nicht. Das heißt nichts anderes, als dass er ihm da ein bisschen ins Messer reinrennen wird. Wird etwas schwierig werden. Ich bin mal gespannt, wie er dann reagiert, wenn der Attack tatsächlich offensichtlich wird. Hier auch eine Mine, um das Lager abzusichern. Hier hat er ja auch noch einen Draht. Da geht also mit Erobern auch nichts. Die ganz sichere Variante. Da sehen wir noch ein paar Minen auf der Straße. Also werden durchaus einige Minen hier gelegt in dem Spiel. Der Mörser. Sehr interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, dass mal jemand einen Mörser... Na gut, im Elite-Mod-Turnier, ja, da sind einige Mörser gebaut worden. Aber sonst eher selten. Dann doch eher mal die Scharfschützen. Ah, jetzt die Haftladung. Wahrscheinlich eher so ein bisschen gegen Kräder. Aber die werden es bald mit einem Puma wahrscheinlich zu tun bekommen. Genau, ein Puma. Ja, hier oben natürlich nicht so gut. Der Scharfschütze ist da im Hintergrund. Die Grenzen relativ stark. Jetzt auch eine Nade. Interessanter Tag. Liegt gut die Nade. Liegt gut, ist relativ wenig passiert. Dafür, wie gut sie gelegen hat. Ja, dann muss ich hier nicht mal zurückziehen. DFM dann allerdings schon. Er kann sich so nicht länger halten. Da hat das MG ein bisschen bekommen. Und der Puma bekommt erstmal gleich einen Motorschaden. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und direkt noch ein Treffer oben drauf. Hier sollte er jetzt rennen. Wollte wahrscheinlich eine Sticky werfen, aber ein bisschen hart. Dreimal einen Critical Motorschaden. Ja, der Mörser ist da extrem gut drin. Sogar einigen Schaden gemacht. Krasse Sache. Und das alles völlig umsonst. Hätte er dafür eine Sticky auf den Tisch gelegt, hätte er sicherlich etwas mehr zahlen müssen. Oh, Entschuldigung. Ja, hier sollte er nochmal so ein bisschen zurücklaufen. Sieht er nicht. Sieht er leider nicht. Sieht beziehungsweise zu spät. Eventuell rettet ihn da die Mine. Nein, ist nicht der Fall. Ein weiterer Full-Unit-Kill an der Stelle. Der Mörser muss natürlich weg. Der Scharfschütze eigentlich auch. Und jetzt rächt sich dieses heftige Investment, dieses T1, T2-Investment hier noch mehr. Zwei Scharfschützen jetzt. Und das ist halt genau das, was er nicht braucht, wenn der Gegner an T3 spielt. Demzufolge kippt die Map-Kontrolle jetzt auch schon ein bisschen mehr. Wir sehen, dass Macaroni hier direkt auf der rechten Seite ein bisschen was erobert. Siegesmarkentechnisch sind sie mit 432 zu 378 noch relativ dicht beisammen. Interessanterweise sogar immer noch ein Vorteil für DFM.
Aber das wird sich wahrscheinlich in Kürze dann auch geben. Sehr, sehr stark. Jetzt kommt hier bald der nächste Tag. Das sieht vielleicht so. Das wird wahrscheinlich ein T4 werden. Das wird eine T4. Interessanterweise. Weil ein T2. Ein T2 und T3 könnte er schon bauen. Da würde ihm die Manpower noch nicht fehlen. Das da so. Ja, genau. Das wird lustigerweise tatsächlich ein T4. Okay, das ist eine spannende Entscheidung. Weil er natürlich Infanterie-Doktrin hat. Das heißt also, anders ausgedrückt, keine Tank-Dock. Und das heißt, dass das T4 ein Stückchen schwächer ist, als es mit der Tank-Dock sein könnte. Und was kommt noch dazu? Es gibt bereits ein T2. Auf der anderen Seite des Feldes, das heißt, es gibt Panzerabwehrkanonen, es gibt potenziell auch Schrecks. Wir sehen jetzt hier halt die Terror-Doktrin, den Propagandakrieg. Und diese Kombination aus T2 und T3, die ist mitunter sehr, sehr schwer mit einem amerikanischen T4 zu knacken. Ja, hier eigentlich ganz gut für DFM im Rahmen der Möglichkeiten. Der Puma schießt nicht hierhin. Würde er das tun, würde das natürlich bitter ausgehen. Oh, und da war eine Mine, habe ich auch nicht gesehen. Okay. Könnte sogar noch ein Verbündet-Kill werden. Mal schauen, ob der Puma nochmal schießen kann. Nein, ganz, ganz knapp nicht. War gerade im Reload. War sicherlich sehr, sehr eng. Zumindest die Verbindung nach rechts ist wieder hergestellt. Die Siegesmarke fällt allerdings gerade hier in der Mitte in die Hand des Gegners. Hier jetzt auch keine Einheiten mehr. Richtige Entscheidung, die Scharfschützen zurückzunehmen. Der Mörser sollte auch weg. Also es sind eigentlich im Grunde zu viele T2-Einheiten, auch wenn man bedenkt, dass das ja nicht alles ist. Er hätte sogar noch mehr gehabt, was zwischenzeitlich mal gestorben ist und nachgebaut worden ist. Also das ist halt ein heftiges Investment, was er da getätigt hat und was jetzt nicht zwangsläufig eine tolle Sache ist. Die Mine hier ist sehr defensiv, vielleicht ein bisschen zu defensiv. Fehlt jetzt einfach die Deckung durch die Infanterie. Er hat auch kaum noch Manpower-Reserven, investiert eigentlich alles hier jetzt gerade in die Verstärkung. Supply Art hat gerade nur das erste Upgrade, was natürlich auch nicht unverständlich ist, weil er baut gerade auch noch den ersten M18 und das ist natürlich auch etwas, was ein bisschen Treibstoff kostet. Hier wiederum eine Mine zwischenzeitlich von der FM anscheinend gelegt. Ja, das Schöne am M18 ist, der hat keine Bugshots. Was auf jeden Fall mal einen ganz guten Vorteil ist. Oh, da ist die Mine direkt wieder geräumt worden. Durch einen der effizientesten Minenräumer im Spiel, den Nebelwerfer. Mittlerweile auch Welt 1 für mindestens mal einen Schützentrupp. Könnte auch durchaus sein, dass er den M18 aufgeklärt hat, wenn er durch dieses Feuer gefahren ist. Das passiert durchaus doch mal, dass man sieht, was der Gegner da hat. Jo. Ja, ist nach wie vor ein bisschen schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ob er mit dem T4 gut fährt oder was eventuell nicht doch mit einer Kombination aus T3 und Haubitze hätte versuchen können, beziehungsweise einfach T3, weil er ja Scharfschützen auch schon hat. Damit hätte er was gegen die Panzerabwehrkanone und gegen die Grenadiere. Oh, das läuft tatsächlich gar nicht gut für den Puma. Ich weiß nicht, warum der so langsam unterwegs ist, ob das hier Absicht ist oder ob da ein bisschen ein Bug im Spiel war. Ist halt ein bisschen besser für den M18, also er hat sehr gute Chancen, den Puma zu treffen. Bessere Chancen, als dass der M10 hat, meines Wissens nach. Dafür allerdings auch weniger Schaden. Ja, und da ist der Kill. Sehr, sehr schön. Gut gemacht. Einer von den Pumas ist raus. Da war es nur noch einer, der gerade hier hinten unterwegs ist. Das lief also soweit schon mal ganz gut. Die Panzerabwehrkanone verhindert hier Schlimmeres. Der Nebelwerfer bringt sie aber erst noch mal in Sicherheit. Und Macaroni könnte jetzt anfangen, Stux zu bauen. Tut er auch und er baut den Nebelwerfer nach. Man sieht, dass er hier in einer ziemlich guten Position ist. Sehr viele Einheiten auf dem Feld. Gutes Income immer noch. Hat schon einiges an CP. Auch auf der hohen Kante. Ihm fehlt dann nicht mehr so viel. 2, ein Viertel. Und dann kann er sogar schon den Königstiger rufen. Also da ist er wirklich einfach exzellent aufgestellt im Moment, während DFM jetzt definitiv hinten dran ist. Ja, ist wirklich sehr solide gegen den Puma hier. Und nächster auch wieder ein Treffer. Man schaue sich das an, wie effizient der am Treffen ist. Das haben wir selbst auch nicht mal bewusst. Leider jetzt hier die Mine. Die wird wahrscheinlich den Kill verhindern. Pius rappen da ein bisschen was weg. Hier die Off-Map-AT. Und jetzt bleibt er stehen. Oh, das ist natürlich ein Fehler. Warum bleibt er stehen? Großer Fehler, stehen zu bleiben. Hätte weiterfahren sollen. Hat er nicht gemacht und damit hat der M18 tatsächlich hier 2 gegnerische Fahrzeuge rausgenommen und fährt hier in die nächste Mine,
Wobei das, glaube ich, sogar eher die Jungs hier waren. Und da wird er weggeschickt. Ziemlich guter Move. Weil das natürlich die Möglichkeit gibt, hier den Panzer abzuschießen mit dem zerstörten Motor. Glücklicherweise für DFM war der schon ein Stück weit repariert worden. Das heißt, der ist jetzt nur noch beschädigt und kann sich langsam außer Gefahrenreichweite manövrieren. Sehr, sehr schöne Sache. Hier wird es jetzt wieder sehr, sehr eng werden. Das Grad ist hier auf Scharfschützenjagd. Hier jetzt auch der Retreat. Ich bin mir nicht sicher, ob er vorher aufgetan hat. Aber aufgetan hat, was für ein Schaden. 50% Health. Locker einfach mal weggezogen. Und da wieder der Elite M18. Kloppt einfach mal das Grad weg. Also das ist wirklich ein Tier, dieser M18. Wahrscheinlich die beste Investition, die jemals jemand getätigt hat. Hier natürlich der Hintergedanke, das Ding wegzutreiben. Er geht jetzt hier in den Tarnmodus, hat vielleicht auch auf Toggle Fire gestellt, sodass er nicht einfach mal hier sich verrät und das Feuer eröffnet. Hier sicherlich das auch im Hintergrund, vor dem Hintergrund geschehen, dass er den M18 retten will. Eigentlich eine ganz schöne Aktion, muss jetzt halt wieder vorkommen. Zweiter M18 ist am Start. Ja, aber Macaroni steht nach wie vor eigentlich ziemlich gut da. Der FM ist mit den Ressourcen recht stark am Limit. Gut, Macaroni hat jetzt auch nicht extrem viel, aber man schaut sich nochmal an, was der alles gebaut hat. Er hat den Puma nachgebaut, er hat schon das nächste Stück, er baut noch ein Stück. Könnte dann eventuell auch hier das Fett 1 noch dazu bringen, was hat er jetzt ohnehin schon gemacht. Also, er hat nur deshalb wenig Ressourcen, weil er halt die ganze Zeit lang Einheiten baut. Und weil er dann auch seine Verluste ganz gut ersetzen kann, die er auf jeden Fall natürlich auch gehabt hat. Hier gilt es jetzt auf jeden Fall erstmal den M18 zu reparieren. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Mal schauen, wo die anderen Granaten landen. Na, zumindest den Mörser noch ein bisschen beschädigt und hier die Reparaturabteilung. Das Maschinengewehr lebt da nicht ganz so gut wegen den Scharfschützen. Da fliegt die Sticky. Ja, kann man auf jeden Fall machen, wenn die Munition verfügbar ist. Wett 2 mittlerweile für den Scharfschützen. Der Rifleman sichert das Ganze noch ein bisschen ab an der Stelle. Hat natürlich zwei Gegner, das heißt, man muss aufpassen. Hier ist auch immer die Gefahr gegeben, dass der gegnerische Scharfschütze hier irgendwo ist. Deshalb tut er ganz gut daran, sich hier laufend zu bewegen. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Propagandakrieg könnte auch wieder auslösen. Das heißt, wenn das hier auch mal auf die Scharfschützen werfen würde, wäre das sicherlich eine gute Sache. Das Problem ist jetzt, hier geht ihm schon wieder ein bisschen die Infanteriedeckung aus. Und die braucht er auf jeden Fall hier vorne. Er kann seine Scharfschützen und auch den Mörser nicht einsetzen, wenn er keine Infanterie hat, die das Ganze absichert. Das Problem ist, er muss jetzt hier auch wieder einen Trupp hinschicken, weil hier gerade die Cap wird... Nein! Ganz knapp verhindert. Und jetzt der Propagandakrieg, um noch die Verschwendung oben drauf zu setzen. Also diese 100 Munition, die waren natürlich total sinnlos. Weil er sein Ziel offensichtlich nicht erreicht hat. Ja, hier jetzt zu Captain ist sicherlich auch ein schwerer Fehler, da unter Beschuss. Also, und immer im Hinterkopf behaltend, dass hier einfach die Deckung fehlt für die Supportwaffen. Das hätte er nicht machen dürfen. Jetzt die Haubitze, das wiederum finde ich sehr gut. Haubitze. Ja, wobei die Frage ist halt, was erreicht er damit? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er gegen relativ viele T3-Einheiten spielt, dann ist die Haubitze nicht so stark. Also er kann den Mörser beschießen, die Park-MG und so weiter. Also sind Ziele da, Scharfschütze auch. Aber ich denke, er braucht auch noch mehr Anti-Tank. Also wäre eigentlich eine weitere Investition in das T4 wünschenswert. Aber alles kriegt man dann natürlich auch nicht. Das dürfte ein Pionier gewesen sein, der da gefallen ist. Hier reicht es auf jeden Fall für den Decap und dann rennt er. Das sollte das auch überleben. Aber er könnte da durchaus noch den einen oder anderen Verlust hinnehmen. Und das war die Mine. Und jetzt wird es wahrscheinlich doch ein Full-Unit-Kill werden. Yep, das war's. Bitter. Ziemlich bitter. Zumal er diese Schützen wirklich einfach ein Stück weit auch einfach braucht. Ah, hier wieder ein Versuch für einen Angriff. Die Nate fliegt, bleibt am Haus hängen. In Company of Heroes 2 wäre es einfach durchgelaufen. Wir kennen das, ne? Da geht alles durch alles, da gibt es kein Gelände. Schade natürlich, nicht berücksichtigt. Wir spielen hier Company of Heroes 1, da ticken die Uhren etwas anders. Aber sehr schön sowas. Also das finde ich gerade gut, diesen Realismus-Aspekt. Juhu, die Scharfschützen aufgedeckt und kein Counter-Snipe. Sticky ist dran, das Grad wird sterben.
leider hier, die haben 18 nicht so gut in Position. Eventuell hätte er mal einen hier hinstellen können und den anderen, na, vielleicht hier hin oder so, weil dann hätte er wirklich. Oh! Habt ihr das gesehen? Oh, das war der Scharfschütze. Weil dann hätte er hier tatsächlich die Möglichkeit, zwei Tarnschüsse auf Einheiten anzubringen, die hier um die Ecke rumfahren und ist selbst ziemlich gut geschützt. Also das wäre, denke ich, auf jeden Fall eine Option gewesen, die er hätte wahrnehmen können. Jetzt sind wir nicht mehr weit vom Königstiger entfernt. Da fehlt jetzt also wirklich nur noch so ein kleines Fitzelchen CP. Er hat jetzt auch für 2 Ball für die Panzer. Hier, das wird wahrscheinlich ein Repair-Bunker. Das heißt, da ist er auch gut aufgestellt. Also für Macaroni läuft eigentlich alles ganz gut, während der FM ja auf jeden Fall am Straucheln ist. Hat seinen Vorsprung auch eingebüßt. Er hat noch 200 Tickets, 201 Tickets, 200 Tickets. Der Gegner 373, also auch da ist der Vorteil ersichtlich. Das nächste Problem ist natürlich das PopCap. Er würde ja gerne noch einen Schützentrupp bauen, das geht aber nicht, weil er hier gecuttet ist. Ja, auch da wieder, ne? Das ist Company of Heroes 1, da ist das nicht so einfach. Da muss man ein bisschen was tun für sein Comeback. Hier der Versuch, eine Einheit zusammenzuschießen, die da am Cappen war. Könnte sogar geklappt haben, ich weiß nicht. Hier rennt gerade nichts. Eventuell hat er sich aber auch hier mit Soft retreated. Ja, und da ist das Popcamp wieder am Start. Der Schütze wird direkt gebaut. Schöne Gelegenheit hier für den M18, unseren Wett-1-Mann, mal einen Treffer in die Heckpanzerung anzubringen. Wett-1, der Geschwindigkeitsbonus nochmal zur Erinnerung. Gerade für den M18 ist das nicht uninteressant, da er ja ein bisschen behäbiger reagiert, langsamer ist als der M10. Ah, jetzt der zweite M18 am Start. Hier könnte tatsächlich was gehen, wenn er es drauf anlegt. Ah, hier geht leider gar nichts. Maschinengewehr und der Gren verhindern da jedes Vorankommen. Jetzt wäre natürlich eine Panzerabwehrkanone wünschenswert, aber die wird er nicht bekommen. Das ist nicht realistisch. Er könnte sich einen weiteren M18 leisten, wäre da nicht die Popcap-Problematik. Die Ressourcen wären an sich sonst auf jeden Fall am Start. Ja, hier geht's wieder der Nebelwerfer. Im Wasser brennt es nicht ganz so gut, aber es brennt. Aber auch hier wieder keine Deckung. Hier der M18 leider nicht getan, schade. Wäre natürlich wünschenswert, kurz auf den Knopf zu drücken und die Deckung mitzunehmen. Hier der M18 gegen den Puma, wiederum sehr, sehr gute Trefferlage bei ihm. Also es läuft wirklich ausgezeichnet. War mir, glaube ich, auch nicht so wirklich bewusst hier, wie effizient das Ganze ist. Wo ist eigentlich die Pack hin? Ist die zwischenzeitlich mal krepiert? Ah ne, die steht hier. Ja, die steht da eigentlich auch ganz gut. So, wo geht das hin? Auf die Kirche? Etwas merkwürdig. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr das? Wow. Also da wird früher oder später jemand sterben. Ach, hier oben verliert er jetzt wieder Gebiete. Da ist er halt auch immer gezwungen, Einheiten abzustellen, weil er mittlerweile einfach auch das Popcap ein Stück weit braucht. Muss halt mal auch aufpassen mit seinem Mörser, er beschießt sich ja eifrig selbst. Oh Gott, ist das gefährlich. Ja, hier wird er auf jeden Fall sich durchsetzen können. Er kann mittlerweile nicht mehr seine Einheiten auf volle Stärke bringen. Und da ist zwischenzeitlich auch der Königstiger aufs Feld gekommen. Das wird es natürlich nicht einfacher machen, in keiner Art und Weise. Das muss ich da eben wirklich was überlegen. Oh, das ist so gefährlich hier. So unglaublich gefährlich. Und da wird er aufgedeckt durch die Mine und der Scharfschütze explodiert. Den Kollegen hat es beinahe sogar noch mitgenommen. Ja, einer der klassischen Minenspots und er hat sicherlich nicht erwartet, dass da noch was liegt, weil er da vorher schon lang gelaufen ist. Ja. Nee, aber ich denke, dieser Königstiger, der wird es Macaroni hier erlauben, den Sack endgültig zuzumachen. Da sind die M18s auch nicht wirklich prädestiniert gegen zu kämpfen. Das ginge vielleicht mit den M10s ein bisschen besser, aber selbst das würde jetzt kaum noch helfen. Boom. Und ein Full-Unit-Kill. Das ist ein bisschen sehr, sehr bitter. Das sind ja schon fast 10 mal 2 Verhältnisse. Aber wenn man repairt, dann ist das auch gerechtfertigt. Ja, und das Bittere ist halt, nicht mal mit den Tarnschüssen kommt er hier durch. Auch wenn er sich jetzt hier schön zurückfallen lässt und dann direkt wieder in Tarnmodus geht, um einen weiteren Tarnschuss anbringen zu können, reicht halt alles nicht. Ja. Und sein Problem ist jetzt tatsächlich im Moment eher ein bisschen
bisschen die Popcap-Problematik. Das kann man so sagen. Also der Gegner hat natürlich hier einfach einen Haufen Einheiten, der gute Macaroni. Aber er kann seine Ressourcen gar nicht so recht aufs Feld bringen, weil einfach das Popcap an der Stelle fehlt. Na, jetzt massieren sich hier noch zwei Stück. So, hat er ganz gut Schaden genommen mittlerweile, der KT. Aber ja, das reicht halt nicht. Dahinter sind noch Packs, dahinter ist einiges an Stucks, um das abzusichern. Also, das war die Haubitze. Kling, kling, kling. Ja, ich weiß nicht, ob die Haubitze so eine gute Idee war. Ich denke mal, er hätte mehr in das T4 investieren müssen, wenn er schon mit T4 hätte spielen wollen. Und vielleicht wäre er mit dem T3 sogar besser gefahren. Wobei er da natürlich immer mit dem Nebelwerfer hätte kämpfen müssen. Aber so ist das halt. Das ist alles kein Selbstläufer hier. Man muss sich immer überlegen, was man macht. In Company of Heroes. Er ist wirklich sehr weit vorne hier. Das MG auch sehr offensiv gestellt. Die Mitte ist wirklich komplett zu. Wir sehen hier diesen Halbkreis aus Panzern, der nun die Siegesmarke bewacht. Es sind halt nur noch 143. Also da ist schon ein Ende absehbar. Und ich denke, er weiß auch, dass er da ziemlich in einer Vorteilssituation ist. Eventuell geht jetzt hier oben wieder ein bisschen was. Da ist das Maschinengewehr zurückgetrieben. Eventuell schafft er sogar einen Volksfunk, aber ich glaube eigentlich nicht daran. Das ist eher Wunschdenken. Aber vielleicht kann er den Zehner hier oben erobern. Der hat zumindest bei der Popcap-Situation ein bisschen was gewonnen. Nebelwerfer jetzt geht wahrscheinlich auf den Mörser hier. Yep. Critical auf dem Haus. Das sieht man auch nicht so oft, aber da habt ihr das auch mal gesehen. Also gibt's auch Criticals. Ja, und der M18 hat sich hier rumbewegt, zusammen mit seinem Kollegen. Lustigerweise jetzt zwei Fehlschüsse direkt hintereinander. Dafür geht's dann aber der Treffer und noch ein Treffer hinterher. Wird aber trotzdem nicht reichen für den Full-Unit-Kill. Ich denke auch nicht, dass er da hinterher fährt. Er kann die Jungs auch nicht mehr wirklich reparieren, weil seine Pioniere alle tot sind und er sich zwischenzeitlich auch keinen neuen leisten können konnte. Mittlerweile sollte er können. Also es ist halt auch hart. Das wundert ein bisschen. Also es ist ja nicht so, dass er gar nichts mehr kaufen kann. So ein oder andere Investment könnte er schon noch tätigen. Und gerade ein Pew wäre eigentlich in meinen Augen schon essentiell. Er ist jetzt halt hier auch wieder gecuttet. Dann schwinden die Optionen schon dahin. Ah, das ist halt alles ein bisschen suboptimal. Ich denke, er hat sich da vom Makro eine ziemliche Sackgasse manövriert, während Macaroni einfach mit dem mittlerweile fast schon traditionellen T2, T3 sehr, sehr gut fährt. Hier jetzt die Möglichkeit, ein Stück auszuschalten. Eieiei, sehr schöne Propaganda. Wieder ein Ticken zu spät. Wieder mal. Denn die Sticky war schon. Will jetzt natürlich auch nicht in Range hier reingehen. Da schießt er zweimal daneben. Jetzt ist die Pack da und das andere Stück hier mit Buschtarnung am Start. Und da ist der Abschuss. Nicht schlecht, aber es reicht einfach nicht. Und auch hier oben verliert er jetzt wieder sehr, sehr viel Kontrolle über die Karte. Das Popcap-Thema ist nach wie vor akut, da geht wenig. 94 Tickets sind es mittlerweile nur noch. Wie gesagt, alle drei Siegsmarken sind verloren und die Makrosituation, die ist nicht so wirklich hervorragend. Ja. Also es ist sicherlich auch nicht das brillanteste Spiel, was wir jeweils von DevM gesehen haben, was wir hier zu sehen bekommen. Und wir können mittlerweile eigentlich fast davon ausgehen, dass das Ding gelaufen ist. In meinen Augen haben wir da auf jeden Fall einen ziemlich eingerosteten DevM gesehen. Und ich denke, dass er das durchaus hätte durchkriegen können mit seinem T4. Es lief jetzt nicht schlecht, aber es hätte sicherlich besser laufen können, ein bisschen besser laufen müssen. Ich denke, die Haubitze war letztlich ein Fehler. Und mit einem T3 wäre er wahrscheinlich besser dran gewesen. Außerdem war in meinen Augen das Investment in das T2 zu heftig. Und es könnte durchaus sein, dass das hier genauso ein Spiel war, was schon verloren gegangen ist in letzter Konsequenz, weil er zu viel an dem T2 rumgedoktert hat. Ja, und das war es auch mit dem letzten M18. Er kommt jetzt nochmal auf mit Combat Crew.
M18, Pack, die Pack sehr, sehr wichtig natürlich. Ja, die Offmet Combat Group hätte ihm auch helfen können, wenn er nicht so wenig Popcap gehabt hätte. Aber ich denke mal, der Zug ist wirklich abgefahren. Das schafft er einfach nicht mehr. Allein, was hier in der Mitte rumsteht. Es ist halt auch eins von den Spielen gewesen, wo der Königstiger genau richtig kam. Wo der Königstiger zu einer Armee dazugekommen ist, die schon abgerundet und in sich stimmig war. Und er hat wirklich einfach noch oben einen draufgesetzt und dieser Armee sozusagen den perfekten letzten Schliff gegeben. Das ist, was der Königstiger hier gemacht hat. Und wenn ein Königstiger in dieser Situation aufs Feld kommt, dann wird es einfach extrem schwierig, diesen Königstiger zu besiegen. Da kommt doch das GG. Gut 40 Minuten hat das Spiel gedauert. So, 4 Siegesmarken, respektive eine, gleich gar keine mehr, sind noch auf dem Konto. Da ist FM besiegt. Und ja, meine Damen und Herren, das war das erste Spiel, das ich euch hier vom Legends Never Die Turnier gezeigt habe. Vielleicht kann ich schon so viel vorwegschicken. Es werden insgesamt nach meiner aktuellen Zählung, dieses hier inbegriffen, 9 Replays werden, die ich euch zeigen werde. Eventuell kommt noch was dazu, wenn noch das ein oder andere auch hochgeladen werden sollte. Das weiß ich natürlich noch nicht, das werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ja, ihr vielleicht auch bei den anderen Replays mit dabei seid. Und da sehen wir uns dann gegebenenfalls wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.